Hi. Also ich denke, dass die Testaufnahmen, die ich gemacht habe mit dem neuen iPhone XS Max, ganz gut geworden sind. Also ich habe einmal Slow Motion gemacht, 4K-Aufnahmen und dann habe ich nochmal ein Zeitraffer-Video gemacht und die Ergebnisse würde ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen. So, das war jetzt zum Schluss eine Zeitrafferaufnahme. Da habe ich das einzige Mal jetzt das iPhone auf einem Stativ gestellt. Ja, sonst geht es ja auch nicht. Ich finde, die ganzen anderen Bilder, ich habe die komplett freihand gemacht. Also, da ist nichts bearbeitet. Die Farben kommen richtig crispy raus. Also, wenn man da jetzt noch in Final Cut oder eben Adobe Premiere Pro noch ein bisschen dran stellt und schraubt und Bildstabilisator oder eben ein bisschen gradet. Also dann finde ich, dann kann man mit der Kamera mega gute Bilder machen. Also Hammer, ich bin begeistert. So, jetzt auch hier hat ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht warum, ich kann nicht vom iPhone direkt die Bilder, also ich kann die Bilder schon in Slow Motion auf Final Cut laden, aber dann ist die Wiedergabe nicht in Slow Motion. Also vielleicht mache ich da was falsch, wenn einer einen Tipp hat, soll er mir das bitte schreiben. Ich habe es dann im Photoshop hochgeladen und dann vom Photoshop in Final Cut. Ja, also die Slow Motion ist natürlich mit 240 Frames per Second, also 240 Bilder in der Sekunde, in einer 180er Aufnahme, also kein 4K. Ja, aber das macht ja mal richtig Spaß. Und danach bin ich noch mal kurz ins Büro und unser Hausmeister, Herr Maus, hat ja immer wieder unsere Pia dabei. Und da habe ich natürlich ihn ganz höflich darum gebeten, mal eben mit der Pia im Garten bei uns rumzupirschen. Also das iPhone macht richtig Spaß. Zum Schluss habe ich dann in der Tiefgarage nochmal Aufnahmen gemacht, weil ich natürlich wissen will, wie das Rauschen ist im Dunkeln. Auch hier bitte ich nochmal nicht zu vergessen, das ist ohne Gimbal, also ist einfach nur aus der Hand raus. Und dafür schlägt sich die Kamera wahnsinnig gut. Also ich habe ja gerade mit meinem Beginn im Vlog überlegt, so was nimmst du für eine Kamera? Nimmst du eine Nikon oder eine Canon oder eine Sony oder GoPro oder was auch immer. Klar, das iPhone wird sicherlich nicht die Kamera ersetzen, weil ich immer in verschiedenen Situationen verschiedene Kameras brauche, klar. Aber wer einfach, sag ich mal, Spaß haben möchte und ein bisschen Filme drehen möchte, ein bisschen Bilder machen möchte und das schon einen semi-professionellen Anspruch haben soll, ja. Da kann ich nur sagen, das neue iPhone X oder iPhone X Max, also ist den Ansprüchen gerecht geworden. Also im ersten Test jedenfalls Note sehr gut. Jo, ich bedanke mich und bis morgen.